Hallo Freunde, aus Zeitdruck mache ich jetzt nur so kleine Updates, weil so viel Unterböden zu machen sein und da wird mir die Filmerei zu viel und die Schneiden daheim. Und so viel große Auto habe ich ausgemacht. Aber ich wollte eigentlich nicht jammern, sondern ich wollte nicht jammern, sondern euch diesen T5 zeigen. Baujahr 2009, 85.000 Kilometer. Und rostfrei. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe so viel rostige T5 da gehabt, dass ich mir das nicht vorstellen habe können, dass der rostfrei ist. Also das ist eine einzige Augenweide. So kommt eigentlich ein Neufahrzeug zu mir. Ne? Das kann man sich nicht vorstellen. Der ist 2009 mit 85.000 Kilometern. Ich habe den jetzt eisgestrahlt. Da war so eine alte Wachschicht drauf. Vielleicht die Originale, kann ich nicht sagen. Den einzigen Rost, was ich gefunden habe, sind da ein bisschen bei den Schweißnähten. Das habe ich gerade genadelt. So ein bisschen bei den Narben. Überhaupt kein Rost ist das für mich eigentlich. Das ist nichts. Das ist Wahnsinn, dass sowas überhaupt gibt. Nur so ein bisschen Rost bei den Schweißnähte da vom Axtträger. Und der ist jetzt 13 Jahre alt. Das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Finde ich toll. Da lohnt sich die Konservierung. Da macht es richtig Spaß. Machen wir jetzt einen schönen Aufbau. Und eine tolle Konservierung. Mit einem Kombiwachs. Weil da sieht keine Feldwege und so, da kann man ruhig ein Kombiwachs nehmen. Da könnte man sogar das High-Performance-Wachs nehmen. Toll, ja. Ah, was gibt es noch Neues? Außer, dass da ein Flugzeug gerade modsmäßig Lärm macht. Ich hoffe, ihr könnt es mir verstehen. Die Hunde sind gesund. Platte schlaft ganz gemütlich. Der Leo krillt seinen Bauch ein bisschen an den Pflastersteinen da. Ja, mei. Ah, oh, der Leo. Der hat jetzt bald Geburtstag. Der hat am 15. Juli Geburtstag. Shiva ist wohl ausgebüxt. Oder da drin. Ah, da drin liegt sie. Shiva ist ganz gemütlich da drinnen, gell, Shiva? Ja, ist schon recht. Passt schon. Die nächste Neuigkeit, weil ich gerade vorbeigehe, Eis. Boah. Das Eis ist 80% teurer geworden seit November. Und jetzt haben der Lieferant da, wo ich das Eis bekommen habe, kein Gas mehr. Bekommt kein Gas. Das war heute das letzte Eis, was ich bekommen habe. Jetzt habe ich mich umgeschaut. Es gibt 40 Kilometer weiter eine Möglichkeit zum Eis kaufen. Habe ich angerufen und da hole ich am Freitag 200 Kilo. Die ersten 200 Kilo, das ist so eine große Box. Die haben einen Kilopreis von 4,70 Euro, der Listenpreis. Hat es mich schon am Arsch gehaut, gell. Jetzt kriege ich ihn zwar etwas teurer wie da vom anderen Lieferanten, aber schon deutlich günstiger. Aber die Eisreinigung, wenn das so weitergeht, wird es so teuer. Die Eisreinigung ist der überwiegende, also der teuerste Teil von der Konservierung, langsam. Mit Eis und Diesel für den Kompressor und wenn man 2-3 Stunden strahlt, sind locker 500 Euro weg. Meine Kosten. Das ist Wahnsinn. Das wird echt problematisch. Da werden wir wieder mit Wasser waschen, wenn es Haut auf Haut geht. Ich hoffe, ich kriege dann von morgen Lieferanten wieder Eis, aber jetzt nehme ich mal bei dem Eis und den Preis hat er mir nur für die nächsten 2000 Kilo zugesagt und dann wird neu verhandelt. 2000 Kilo Eis sind ungefähr 5 Wochen. Wie soll ich da Preise machen? Wie soll ich da Kostenvoranschläge machen? Es ist so katastrophal. Wenn mal die Leute, die jetzt bis Oktober schon einen Termin haben, die wir alle ganz normal versorgen und eventuell mit dem Preis noch verhandeln müssen, aber nicht viel. Ich bin da nicht so
Ich bin da nicht so, weißt du? Das ist einfach ein Preis, den sagst du. Und auch wenn dann alles teurer wird, dann kannst du nicht so explizit mehr verlangen, dann das geht nicht. Ne? Aber ich gebe jetzt einmal keine Termine her, weil ich einfach nicht weiß, wie sich das entwickelt, nicht? Und wie das überhaupt weitergeht. Vielleicht lasse ich ja wieder alles zusammen. Vielleicht wird das so teuer, dass ein Unterbodenschutz gar nicht mehr rentabel ist. Ne? Mal im August fange ich an, dann neue Termine zu vergeben, oder ich lasse es wieder. Mal schauen. Wahnsinn. Im Schnitt kostet momentan so ein Unterbodenschutz 1000 Euro bei einem Neufahrzeug. Wenn er ein bisschen Rost hat, verlange ich eh nicht explizit viel, weil bei der Arbeit kann ich am meisten einsparen an Kosten für den Kunden. Ist so 1200, wenn er rostig ist, und aufwärts. Ne? Ah. Aber irgendwann ist das alles viel zu viel. Ne? Das ist Wahnsinn. So ein Fassel hat da mal 570 Euro gekostet und jetzt kostet schon 800 oder 900. Das sind nicht genau gleich alle. Das ist einfach ein Wahnsinn. Jetzt habe ich doch viel gejammert. Ich wollte gar nicht jammern. Ah, Leo, das ist gescheit. Das ist super. Ah, das ist gut. Leo macht das gescheit. Ja, da ist fein, Leo. Da ist schön kühl, gell? Ja. Die Mitgliederlandkarte habe ich jetzt angeklebt. Das passt auch wieder. Da muss ich jetzt nur die ganzen Fähnchen wieder stechen. Die meisten habe ich noch gewusst. Aber ein paar fehlen mir noch. Ich werde dann einmal ein Video rauslassen für die Kanalmitglieder, wenn man da fehlt, und dann brauche ich die Postleitzahl nochmal. Okay, dann werden wir weiterbockeln. Das war ein kurzes Update. Da drüben ist ein Balingo, den macht der Simon. Aber den lasse ich jetzt zu, weil der ist grob am Nadeln, es ist so laut. Geht auch.